Recht herzlich willkommen zur Folge 124 von Simotrans. Ja, da sind wir wieder drin im Spiel. Spiel wurde geladen, genau. Und jetzt gehen wir mal gerade hier hin. Irgendwo hier war das. Ich glaube zu weit Norden, oder? Ne, zu weit Süden. Hoch. Zu dem Schiff MS. Ne, hier ist die Druckerei. Da können wir auch hingehen. Das passt schon. So, die Druckerei braucht Papier? Nein. Braucht Druckfarbe? Nein. Gut, dann gehen wir mal hier an den Hafen. Die haben alles erstmal. 200 Palettenstück gut wartend. Und da ist das Problem wahrscheinlich, dass hier gar nicht läuft. Gut, wir haben hier MS Fluss. Papierfluss. Da haben wir zwei Schiffe. Zwei Schiffe liegen da. Und die warten auf Papier. Jetzt so hohe Druckerei, das ist hier vor der Tür, das ist klar. Und bald Köln-Waldhafen. Gut, da liegen die beiden. Die bringen Papier von da nach da. Jetzt frage ich mich, wo kommt das Papier her? Details. Rolls, Papierfluss. Da sind die beiden, die da jetzt liegen und warten. Okay. LKW, Farbe, Apotheke, Chemie, Zement, Zement, Möbel, Holz, Papier. Güterzug. Hier haben wir einen Güterzug. Wo ist denn dieser Güterzug? Sieht irgendwie nicht gerade nach Papier aus. Was hat denn der für einen Fahrplan? Mainz, Papierfabrik, Köln, Waldhafen. Und da ist hier so ein. Das machen wir mal aus, ne? Und den gucken wir uns dann mal an, wo der stehen bleibt. Der bleibt da. Kommt. Köln-Waldhafen kann zu. Das kann mal auch zu. Güterzug hatten wir hier schon ausgesucht, oder? Papierfluss, Möbel, Gas, Betonsteine, Ölbohrinsel, Gas, Betonsteine, Farbe. Okay. Das passt alles. Das ist die Druckerei, der Bahnhof. Brauchen wir gerade auch nicht gucken. Doch, den brauchen wir, den können wir offen lassen. Und das ist der Containerschiff, das kann zu. Und das ist die Druckerei Hafen, gut. MS Farbe, Papier. Ja, da müssen wir mal gerade reingucken. Köln-Waldhafen, Itzehoe, Dresden-Südsiedlung. Köln-Waldhafen. Dieses Containerschiff fährt nicht. Und das liegt daran. Stückgutpaletten, genau. 150 von 600. Das ist MS Farbe. Und MS Farbe müssen wir mal gerade umändern, dann wahrscheinlich. Weil da liegt es dran, da denke ich mal. Ganz oben ist es ja, da. Köln-Waldhafen liegt es jetzt an. Machen wir mal andersrum, oder? Das ist eine Woche. Wartet eine Woche. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Druckerei und so wird einfach weitergefahren. Okay. Der wartet da jetzt und das dürfte eigentlich auch nicht das Problem sein. Gut. Das lassen wir mal da. Machen wir zu. Jetzt gehen wir mal dahin. Und dann sollte eigentlich das Schiff losfahren. Irgendwann mal. Weil das Schiff nämlich die Druckfarbe da abholen muss. Machen wir gerade schneller. Da, so, da fährt jetzt ein Stückgutschiff. Das ist es bestimmt, oder? Ne, ich glaube, das ist ein ganz anderes. Das ist ein Möbelschiff. Gut. Und das ist das Schiff mit der Farbe. Gut. Buchhändler über Dresden-Südsiedlung. Genau das ist das, was wir brauchen. Verfolgen wir mal und lassen mal schneller laufen. Irgendwann muss das doch fahren, oder? Habe ich da jetzt was falsch gemacht? Ne, ich habe da wahrscheinlich was falsch gemacht. Ich habe jetzt hier MS-Farbe und das war eben wahrscheinlich
Güterzugfarbe, ne? Kann das sein? Nee, MS-Farbe. Das ist hier. Einmal Fahrplan auf. Nicht möglich. Okay. Warte mal. Machen wir hier mal gerade noch den Güterzugfarbe. Den gibt es doch auch, oder? Gibt es den nicht? Nee. Güterzugfarbe gibt es zum Glück nicht. Das zu. Fahrplan auf. Fahrplan zu. So, jetzt sollte das funktionieren. Denke ich mal. Oder? Ja. So, er fährt mit 150 Paletten Bücher drauf oder so. So, wo fährt er jetzt hin? Zur Druckerei. Holt er noch mehr Bücher ab. Hat er gemacht. 350 hat alle 200 mitgenommen. Das passt dann. Fährt jetzt nach Dresden und liefert da die Bücher ab. So. Paletten Stück gut und hier kommt gerade ein LKW reingerauscht und der hat sie auch gleich mitgenommen. Das passt dann schon mal wieder. Da ist wohl das Problem, denke ich mal, ne? So. Motorschifffarbe, okay. Das ist jetzt hier. Wenn wir mal gerade ein bisschen schneller drehen. Da kommt der LKW und holt das auch immer schön ab. Und dann fahren die auch bestimmt gleich Plus ein. Gut. Die Bücher sind immer noch da, werden aber auch abgeholt. Da unten sind 36 Paletten. Jetzt frage ich mich mal, hier sind 36 Paletten Bücher drauf. Der ist aber da am Hafen. Wo kommen die denn her? Welche Druckerei liefert denn da? Na super, das ist wieder so eine geheime Kette. So, die LKWs haben auf jeden Fall das schon abgeholt. Das Schiff fährt schon wieder. Das verfolgen wir mal gerade bis zur Druckerei. Die ist da. Lassen wir langsamer gerade laufen. Die Druckerei hat Druckfarben genug und hat auch Papier genug und produziert jetzt natürlich auch wieder Bücher. Hier liegen schon wieder 200 Bücher am Hafen. Das ist auch gut so. Das Schiff ist mit 236 beladen worden. Das spricht jetzt dafür, dass dieser Hafen ein bisschen klein ist. Gut, sollte man den vielleicht größer machen, oder? Geht das größer? Kann man das updaten? Einmal bitte drehen. Hafen muss an einem geraden Ufer gebaut werden. Ja, sieht zwar nicht toll aus, ne? Aber passt jetzt. Oh doch, ist ja ganz nett geworden, doch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nur beim Bau sah es so schlecht aus. Da drehen wir wieder durch. Okay. Dann die Lupe bitte einmal her. So, Kapazität von dem Hafen ist jetzt hier 992. Ist er das? Nein, ist er gar nicht. Das ist die Südsiedlung, da kommt jetzt das Schiff gleich an. Haben wir hier irgendwo den Hafen offen? Hitzehohe Druckerei, Betriebshof ist zwar, aber nicht der Hafen, ne? So, 832 Bücher. Das ist gut, weil das Schiff kann 600 laden, wir können mehr hier lagern. Das ist schon mal gut. 290 sind auch da. Die Druckerei müsste ja wie wild jetzt produzieren. Da geht eher Druckfarbe oder Papier alle wahrscheinlich dann. So, hat auch schon wieder abgeliefert, passt. Druckerei läuft wieder. Die Bücher werden auch weggebracht. Gut. Stellt sich nur die Frage, was wird hier noch angeliefert? Papier Süd. Papier Fluss, Papier Süd. Wo steht der? Achso, der steht da, okay. Das ist auch prima. Wenn er dann... Ja, der wird dann irgendwann voll sein und laufen. Das lag daran, dass die Druckerei nichts angefordert hat. Passt. Und das ist Fluss. Das liegt da. Da liegen zwei Schiffe. Ist dann die Frage, ob das zwei Schiffe sein müssen.
Gut, lassen wir aber erst. Gut, dann sollte das mit der Farbe laufen, glaube ich. Das Schiff bringt jetzt da die Dingens hin. Okay. Wieder ein Problem weniger, glaube ich. Obwohl, das wird sich wiederholen, immer wieder. Gut, da nochmal rein. Erzkohle. Der steht da. Ist erstmal schon mal viel zu kurz und braucht eine neue Lok. Wo fährt der überhaupt hin? Güterzug, Erzkohle. Fahrplan einmal bitte. Köln Kohlegrube, Stahlwerk. Ach so, der fährt von hier nach da oben. Ja, aber das ist unser Bahnhof da. Man macht den mal hier dazu. Das ist unser Bahnhof hier für Erzkohle, ne? Der. Wo fährt der denn überall hin? Nochmal gucken. Nochmal auf Fahrplan. So, Kohlegrube. Köln-Kohlegrube, das ist hier. Flensburg-Stahlwerk, Köln. Erzbergwerk, Betriebshof, das ist da. Ach so, leuchtet ja. Alles klar. Kohlegrube, Betriebshof, der fährt nur von da nach da. Das heißt, wir müssen den hier verbessern und den verbessern. Im Endeffekt. Mehr fährt er gar nicht. Gut. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und da haben wir 1, 2, 3, 4, 5 und da haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, das müssen wir alles verlängern. Hier geht nichts verlängern. Das heißt, wir müssen halt da verlängern. Gut. Schienentool auf, das auf. Zack. Das ist schon mal klar, dass das verlängert wird. Das machen wir schon mal bis dahin verlängern. Gut. Und das machen wir auch mal gerade. Und ja, da müssen wir was ändern, sehe ich schon. Und zwar hätte ich gerne hier keinen Bahnsteig mehr. Wir reißen erstmal ab. Oder abreißen. Doch, wir müssen abreißen. Gut, und dann das Land anheben. Den. Das geht nicht, weil da noch das Gleis ist. Ja, sorry, aber wir müssen das auch gerade wegmachen. Wahrscheinlich so weit wenigstens. Gut, wir sind jetzt hier bei 5, 6. Das sind dann 7. Das sind 8. Und ich hätte gerne noch einen mehr. Da geht's schon mal nicht. Super. Toll. Bis dahin. Bis dahin. Der kann da ruhig runter. Machen wir ruhig so. So. Bahnsteig. Spielt das eine Rolle, welcher? Nö. Ne. Wie sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind auch 8. Hier hätte ich ja gern... Ah, warte, wir können das anders gestalten. So geht. Gut. Jetzt haben wir 2, 4, 6, 8. Da gestalten wir auch so. Weil ich hätte gerne den doch dann da so verbunden, ne? Und den da auch. Gut. Das ist jetzt eine Einbahnstraße in dem Sinne. Wir müssen noch gerade hier so ein anderes Signal aufstellen, damit dieses Auswahlsignal kommt gleich dahin. Auf jeden Fall ist die Auswahl da zu beenden. Egal von welcher Seite. Und das Auswahlsignal muss da weg. Und kommt etwas weiter nach vorne, nämlich dahin. Gut, der kommt, kann sich den auswählen und fährt weiter. Hier hört die Auswahl auf. Ich weiß nicht, ob da einer durchfährt oder nicht, ist jetzt auch egal. Nur da hört sie auf. Gut, hier haben wir das gleiche Spiel in grün. Da müssen wir aber auch was umändern. 6, 7, 8. Geht mir mal gerade so, wa? Oder geht auch nicht, aber wir müssen alles hochsetzen.
Okay, ich glaube, hier läuft's aber auf jeden Fall noch. Dann da abreißen. Reißen wir alles ab. Und erhöhen wir erstmal da. So, der kann auf jeden Fall da schon mal lang. Den letzten müssen wir noch so gestalten. Das war der falsche. Der war der richtige, ne? Genau. Okay. Kann man den da so entfernen? Nö. Die Schräge wäre es wahrscheinlich gewesen, ne? Na, das sieht ja jetzt richtig cool aus. Den. So. Und dann, ich glaube jetzt den. Oder einfach wegmachen. Ich glaube einfach wegmachen, ne? Ja. Gut. Das gefällt mir jetzt erstmal gerade. Da fährt ja gerade kein Zug, ne? Machen wir mal schnell Gas, dass das hier wegkommt. Aufschütten. Passt. Zack, zack, zack. Drehen. Gucken, Schräge. Die. Passt. Gleise. Passt. Passt. Gut. Bahndamm verlängern. Okay. Und Ausweichsignal dahin. Ne, war schon richtig so rum. Naja. Gut, die wählen aus, wenn sie da reinfahren. Alles klar. Okay, ich glaube, dann sind die beiden auf jeden Fall passend. Das erstmal weg, das auch weg. So, dann diesen Zug dort angepackt. Haben wir möglich? Ja. Und zum Depot. So, das ist einer Güterzug Erzkohle. Hat das Depot erreicht, schön. Und das kann alle weg. So, der fährt von da und nach da, nach da. Und, was haben wir für Loks? 1840, Höchstgeschwindigkeit 140 km/h. Das ist eine kurze Strecke, brauchen wir keine starke Lok. Sollen wir diese hier nehmen? Die haben wir noch da liegen oder stehen. Können das natürlich auch elektrifizieren, aber... Wir nehmen erstmal das. Und das sind Schüttgut und da gibt es keine besseren. Das sind schon die besten, ne? Ja. Ach, die fährt nur 100 km/h, ne? Und dann wird sie auch noch langsamer. Na, da brauchen wir da nicht mehr drüber reden, über die Lok. Gut. Voranstellen. Eine Lok. Ja. Hm. 180 km/h. So, das ist ja 7440 kW. 4000, 3000. 3400. Die hat auch gut kW. So, und das sind alles Dieselloks. Alles nicht so wichtig. Die nehmen wir. Die kann auch schon mal auf jeden Fall das da alle ziehen, ohne Probleme. Also, nicht voranstellen, sondern anhängen. So, 7, 7, 8, 86 km/h. Naja, ein bisschen Verlust ist immer. Okay, und dann Güterzug Erzkohle war das, oder?
starten. Ja, findet keinen Weg mehr. Ist ein Elektrolok, war klar. Dahin, dahin. Saft, Saft, Saft. Saft, Saft, auch noch Saft und auch noch Saft. So, und die zweite Strecke immer hier. Ist das zweigleisig eine Richtung oder wie sehe ich das jetzt hier gerade? Ja, ich habe jetzt keinen blassen Schimmer, warum hier so viele Gleise sind, aber ich glaube, das kann auch wahrscheinlich mal umgebaut werden. Das sieht auch super aus, dass das ist wahrscheinlich gar nicht passend mehr. Aber gucken wir erstmal, ob die fährt. Und die fährt, das ist schon mal gut. Da fährt sie auch raus. Gut. Dazu. Güterzug Erzkohle. Wie sieht es denn hier so aus mit Kohle und so? Ja, also ein Erz fehlt. Deswegen geht auch wahrscheinlich nichts voran. Hat da jetzt auch aufgeladen, bis auf die letzten zwei Anhänger. Da ist, glaube ich, nichts drin, wenn ich das richtig sehe. Ja, ist ja hier auch nicht voll. Okay, die fährt auf jeden Fall. Ja, da müssen wir mal einmal hier reingucken, weil das Kraftwerk hat ja irgendwo Linie angucken. Also es wird nur hier angehalten und da wird gewartet. Da warten wir mal eine Woche. Und der Rest wird ja nicht gewartet, da wird immer gefahren. Und das war ja auch gerade, glaube ich, das Problem bei der Linie. So, einmal kurz verfolgen, schneller laufen lassen, steht jetzt da und wartet auf was? Auf einen freien Bahnsteig wahrscheinlich. Fährt kein anderer raus? Nein, es fährt kein anderer raus. Jetzt wird es wahrscheinlich dann auch noch ein Problem geben in dem Bahnsteig da. Die warten jetzt alle wahrscheinlich auf voll. Zup, zup. Sieht auch schick aus, ne? Jetzt habe ich gerade einen Bahnsteig fast gebaut. Da fahren sie natürlich da durch, ne? Ist klar. Okay, haben wir noch einen mehr. Ist auch nicht so schlimm. Wo ist der denn jetzt gerade lang gefahren? Achso, der fährt die Runden da lang. Okay, das heißt, da müssen wir auch noch gucken, dass das richtig klappt. Oh, wow, wow, wow. Das heißt, es muss Züge geben, die hier lang fahren dürfen. Gut. Aber ich merke schon, das wird eine Baustelle, die noch etwas größer ist. Das heißt, wir werden mal da bleiben. Da gibt es ja auch noch ein paar Kohlezüge mehr, die da fahren. Und die müssen wir Erzkohle, ne, Erzstahl ist das ja. Hier hinten irgendwo kommen die auch noch weg. Da werden wir das erstmal gerade so lassen, speichern wir ab und in der nächsten Folge befassen wir uns dann da wieder mit. Das war die 124, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der 125 dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!